Es ist die vierte Partie zwischen dem Villacher SV und dem IC Red Bull Salzburg. Und die stehen heute ja, mit dem Rücken zur Wand. Es muss ein Sieg hier für Salzburg. Ansonsten ist die Reise in diesen Playoffs vorbei. Und wir wollen natürlich probieren, Villach da ins nächste Ründchen zu schießen. Ob uns das gelingen wird, das werden wir jetzt dann erfahren in den nächsten Minuten. Und Bjorkstrand mit dem Anfangsbulli. Und wir in den weißen Jerseys gegen Salzburg in den blau-roten Trikots und Hosen. Also wir wollen natürlich heute hier definitiv einen Sieg einfahren. So viel ist, glaube ich, ganz klar. Wir wollen die Serie fix machen. Und Lamoureux. Der ist da dagegen natürlich. Jean-Philippe Lamoureux. Aber nur einer der beiden Teams kann am Ende in die nächste Runde einziehen. Und wer das sein wird, das werden wir erfahren. Der vierte Sieg ist meistens der schwerste. Auch das wissen wir. Bjorkstrand, schöne Drehung. Von Beginn an mit viel Druck. Das könnte auch natürlich die Nervosität sein bei Red Bull Salzburg. Denn man weiß, heute eine Niederlage und der Traum vom Titel, der wäre erstmal geplatzt. Scheibe wieder direkt vors Tor. Villach macht da zu Hause gut Druck. Das vielleicht noch unterstützen für die Mannschaft, dass man hier heute zu Hause aufspielen darf. Und das will man nutzen, aber es ist wieder der Torhüter aus Ground Forks aus den USA, der 35-jährige Torhüter. Feiert in diesem Jahr noch seinen 36. Geburtstag. Und Schiete, sehr schön auf Lachti. Wieder geht's in die andere Richtung. Weiter geht's. Lachoda. Wieder auf Lachti. Und wieder ist es Lamoureux. Immer wieder Lamoureux. Immer wieder der Keeper von Red Bull Salzburg. Jetzt haben wir die richtige Gelegenheit. Aber wieder gut aufgepasst vom Goalie der Salzburger. Der macht es uns heute nicht einfach. Heinrich. Ja, aber Salzburg bislang, glaube ich, noch nicht wirklich offensiv vertreten. So, erstmal zwei Spieler abgeschüttelt und dann noch die Scheibe auf Lamoureux gebracht. Schön anzuschauen, diese Partie bislang. Und man spürt es, Villach definitiv an. Die wollen hier und heute keine Kompromisse mehr eingehen. Man will definitiv ins Halbfinale einziehen. 6:1 die Schussstatistik. Auch das spricht Bände vor heimischer Kulisse. Will man ins Halbfinale. Nicht auswärts, nicht in Salzburg, sondern zu Hause. Vor heimischer Kulisse, aber der Torhüter, der Salzburger, der macht den Villachern da momentan einen Strich durch die Rechnung. Der hält heute wirklich bombastisch. Zeigt sich von seiner wirklich hervorragenden Seite. Unglaublich, absolut unglaublich, was der hier eins nach dem anderen immer wieder rausfischt. Aber die Mannschaft agiert heute auch wieder als Einheit des Villacher SV aus Bjorkstrand. Jetzt mit der Gelegenheit wieder am Tor vorbei. Jetzt laufen die letzten Sekunden. Vorsicht! Nochmal Salzburg!
Und da hätte man möglicherweise doch noch die Führung, die eigentlich so nicht verdient ist, erzielen können. Denn 8:2, das ist schon mehr als deutlich. Die Richtung ist klar, die hier vorgegeben wird. Und diese Richtung, die will man jetzt weiter fortführen in den nächsten 40 Minuten. Und will dann im Halbfinale stehen gegen die großen Favoriten aus Salzburg. Strafzeit? Also Strafzeit gegen die Gastgeber. Wegen Stockschlags. Und das bedeutet Überzahl für die Salzburger, die jetzt ihr Offensivspiel entfalten könnten. Aber Scheibe geht erstmal nach draußen. Definitiv nicht gut verteidigt. Und dann definitiv die Führung. Aber Schiedsrichter sagt nein. Schiedsrichter sagt hier nein. Die Frage, warum? Torhüter Kontakt gegen Lamoureux. Zack. Boah. Also, er wäre da definitiv nicht mehr dran gekommen, aber die Torhüterbinderung war natürlich da und dementsprechend ja, abgepfiffen. Also ganz bitteres Ding hier in Unterzahl, jetzt was geklappt. Aber selbst wenn er da wahrscheinlich nicht behindert worden wäre, da dran zu kommen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jet Kolarik. Und Salzburg auf der anderen Seite beinahe mit der Antwort. Polastrone. Wieder in Unterzahl. Noch knapp 35 Sekunden. Boah, schön gemacht, schön geackert. Scheibe bleibt vorne. Also die Unterzahl überstanden. In diesem Augenblick Villach wieder komplett. Collins, Scheibe liegt frei, Renier. Oh, wieder die Strafzeit. Das ist natürlich bitter. Wieder eine Strafe und Villach, die müssen jetzt aufpassen. Es war Glück, dass wir hier keinen Gegentreffer bekommen haben. Und Ulmer, der nächste seitens der Gastgeber, der jetzt hier raus muss. Schön die Scheibe hinten durchgegeben auf Collins. Aber es reicht nicht. Jocelyn. Brauchen wir. Trotzdem in Unterzahl haben wir die Situation ganz gut unter Kontrolle. Wieder eine Minute vorbei. Wieder wertvolle Sekunden von der Uhr genommen. Ruffo. Und wieder ist es Collins. Der die Scheibe allerdings dann nicht auf die richtige Seite bekommt. Und wieder Ruffo. Alter, wieder komplett. Hälfte der Partie ist gleich vorbei. Aber die Tore, sie fallen momentan noch nicht. Jetzt vielleicht die Gelegenheit für Ulmer. Er ist heute nicht zu überwinden, dieser Lamoureux. Unglaublich. Absolut unglaublich. Das ist nicht zum Aushalten. Hoch, Kofler. Brauchen wir. Sie bekommen nicht viele Gelegenheiten, die Salzburger. Aber trotzdem, die Gelegenheiten, die man Villach da bislang weggenommen hat, die waren schon wirklich grandios. Jetzt ist wieder die Zeit der CPU. Die letzten 5 Minuten schon am Laufen. Collins bekommt viel Eiszeit. So, und wo sind die Mitspieler? Wieder eine gute Gelegenheit. One minute left in the second.
Und Strafzeit wird es geben jetzt gegen Salzburg. Und das heißt, der Schlussabschnitt beginnt mit einer Überzahl für Villach. Und die brauchen dringend ein Tor. Denn man hat viel zu viele Gelegenheiten bislang ungenutzt gelassen. Ganz, ganz bitteres Aufeinandertreffen. 13:4. Und trotzdem steht es hier 0:0. Also die Chancenverwertung, die ist ja nicht wirklich schlecht. Aber der Torhüter, der macht heute alles zunichte auf Seiten der Salzburger. Und trotz alledem jetzt die Überzahl. Und Villach mit der nächsten Chance und wieder nichts. Darf doch nicht wahr sein. Ja. Oh. Spielt da die Nervosität mit eine Rolle? Das kann und das wird natürlich auch so sein. Salzburg komplett. Und Ulmer. Scheibe geht wieder nicht durch. Jetzt vielleicht. Und Maxwell, auch er natürlich heute hoch konzentriert und für ihn ist es schwer, weil er einfach nicht viel zu tun bekommt. Aber die Spieler, sie laufen nicht, das ist unglaublich. Jo. Eieiei. Wo ist denn da jemand? Oh. Es passt wirklich nicht viel zusammen mehr. Und ja, Salzburg holt mit den Schüssen auf. Also da ist nichts mehr zu machen momentan. Jetzt vielleicht eine Gelegenheit. Da ist kein Vorbeikommen. Das kann doch nicht wahr sein. So, komm schon, wir brauchen nur einen Treffer im Zweifel. Nur einen Treffer und da ist er! Und der hat Zentimeter genau gepasst! Der hat Zentimeter genau gepasst! Fabian Šerčnik macht er möglicherweise den alles entscheidenden Treffer. Wahnsinnsschuss! Und der Pass, der vorher gegeben wurde. 4:05 vor dem Ende. War das die Entscheidung? Noch einmal Collins in Richtung Lamoureux. Absolut unglaublich. Und jetzt muss Salzburg was tun. Mit diesem Spielstand wäre man raus aus den Playoffs. Und man hat im Schlussabschnitt wirklich ja einiges zugelegt an Offensivpower. Man hat zugelegt
Und Villach da lange Zeit eingeschnürt. Aber das Problem war, man hat diese Übermacht, die man im dritten Durchgang entwickeln konnte, am Ende bis dahin nicht genutzt. Und das könnte jetzt der Genickbruch werden. Fraser. Der ist durch! Torhüter wollte vom Eis, klappt aber nicht. Oh, 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 da ist das Tor! 12 Sekunden vor dem Ende, Salzburg mit dem Ausgleich. Ist denn das zu fassen, Thomas Raffel? Der in Villach geboren ist. Und sein Bruder Michael Raffel, über den brauchen wir nicht viel zu erzählen. Aber das ist richtig bitter jetzt für Villach. 12 Sekunden noch zu spielen und man steht im Halbfinale. Und es geht in die Verlängerung und die wird begonnen mit einer Überzahl. Sehr gut. Nochmal gut rausgeholt. Aber trotz allem 19 zu 11. Salzburg hat ordentlich zugelegt. 7 Schüsse im Schlussabschnitt abgegeben. Und hier geht's rein in die Verlängerung. Und jetzt zählt's. Gewinnt Salzburg. Steht's 1-3. Gewinnt Villach. Steht man in der nächsten Runde der Playoffs. Überzahlsituation läuft. Überzahlsituation läuft. Und Ulmer. Scheibe ist nicht drin. Wuhu. Wahnsinn. Wahnsinn. Das kannst du dir in Draht nicht nachbiegen. Was für eine Riesengelegenheit. Oh. Zentimeter nach vorne kommen hätte dir auch nicht wehgetan. Powerplay in 11 Sekunden vorbei, dann geht's weiter mit 5 gegen 5. Und ich habe irgendwie ein ganz mieses Gefühl. Vierter Sieg ist immer der schwerste. Sehr schön, Björkstad, come on! Und was für ein Fehler von Salzburg, der zum schlussendlichen Overtime-Goal führt und Villach steht im Halbfinale. Und was für ein Fehler beim Aufbau. Und dann ist es ja dieses Auge und diese Routine für Freiräume. Und Ulmer, der lässt sich das nicht nehmen. Und das ist der Einzug ins Halbfinale dieser virtuellen ersten Buckeye-Eishockey-Liga. Salzburg draußen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wir werden es nochmal sehen. Wir werden es nochmal sehen. Mikkelsen, da war noch der Ausgleich, 12 Sekunden vor dem Ende. Und dann hier der Fehler und der Pass. Wieder rüber und Ulmer. Das war einfach Tic-Tac-Toe vom Allerfeinsten. Und da war nichts zu machen. Und die Reise von Villach geht weiter. Nächste Partie. Die Vienna Capitals gegen die Graz 99ers. Da steht es 2-1. Und auch bei Linz gegen Klagenfurt steht es 2-1 mit den Foxes. Da sind wir
Ja, mit dem Rücken zur Wand, 1-3 gegen Snowbo. Villach also als einzige Mannschaft bislang durch. Und ja, ich würde mich über Daumen hoch sehr, sehr freuen. Geht weiter, schon bald. Und wir nähern uns den Halbfinals hier in der virtuellen Ebel. Also, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Euer Bloody LP.